Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Panzergeneral 3D KNK Kampagne. Das letzte Mal hatten wir dieses schlimme Szenario Kreta gespielt, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Tut mir leid, dass ich da mal wieder ein bisschen ausfallend geworden bin, aber das ist mir halt ein bisschen auf den Sack gegangen alles. Was gibt's noch zu erzählen? Nächste Woche, der Panzergeneral-Part wird vielleicht einen Tag später kommen, also nicht am Dienstag, sondern vielleicht erst Mittwoch. Da muss ich mal schauen, weil ich nächste Woche Montag wieder was von der Zeitung habe und da weiß ich nicht, wie schnell ich damit fertig bin. Gut, ja, ich hoffe, dass das Szenario jetzt ein bisschen besser läuft als das letzte. Und wie gesagt, es ist immer noch ein Blind-LP. Ich schaue mir mal an, was wir so hier für Truppen haben. Aha, also wir haben eine ganze Menge. Okay, hier. Vielleicht mal die strategische Karte. Okay. Ja, das ist, da ist, denke ich mal, alles relativ verschanzt. Das heißt, es ist vielleicht nicht so klug, da lang zu fahren. Ich weiß es allerdings natürlich nicht. Ich denke mal, ich werde einen Großteil hier im Norden aufstellen. Vielleicht auch ein paar im Süden und ein paar in der Mitte. Aber ich denke mal, so den stelle ich auf jeden Fall da auf. Und den. Und den und den. Also auf jeden Fall mal so eine ganze Truppe. So, dann stellen wir hier unten eine kleinere Abhandlung sozusagen auf. Weiß jetzt nicht, ob man da über die Furt steigen kann. Sieht so aus, also da gibt es eigentlich auch jede Menge Brückenpioniere schon. Weiß ich jetzt nicht, ob die unbedingt gebraucht werden, aber gut, ich stelle sie mal auf. So, und die beiden, die stelle ich jetzt einfach noch in den Norden. Weil hier scheint ja so die Hauptverbindungsstraße auch nach Osten zu sein. Okay, so, wo haben wir denn einen Flughafen? Da ist einer. Sehr schön. Das ist aber auch der einzige. Gut, dann legen wir doch jetzt einfach mal los. Okay, hier haben wir so Mörserfritzen. Okay, das würde ich mal sagen, hat jetzt richtig reingehauen gerade eben, die ganze Angelegenheit. Der kommt da leider nicht hin. Das bleibt dabei. Okay, gut, dann fahren wir hier einfach ein Stück weiter nach in Richtung Front hin. Und dann schauen wir mal. Dass wir hier irgendwie übersetzen. Okay, ist natürlich klar, dass da jede Menge Gedönse ist. Nee, das machen wir nicht. Ich weiß jetzt nicht, so, da kann er nicht in den Hinterhalt geraten. Das ist schon mal gut. Moment, hier
Kann ich dann auch da hinstellen und er trifft Sachen. Der hatte schon geschossen. Achso, okay, der hat keinen Sprit mehr. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier auch noch über die Ufer. Über die Wupper sozusagen. Können wir jetzt mal schauen, was hier so im Angebot ist. So, die Kavallerie kann auch nach vorne rücken. Den stelle ich mal dahin. Ah, es gibt natürlich wirklich einige Einheiten hier auf der Karte. Das Szenario könnte deswegen auch ein bisschen länger dauern. Ich sehe leider recht wenig. Das ist sehr schade. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Flak oder so ausschaut. Also hier ist eine Flak. Ich werde mal gucken, dass ich da vielleicht mal angreife, in der Hoffnung, dass da nichts ist. Das sieht gut aus. So, und dann werde ich mal mit meinem Uhu spinksen gehen, rund um Brest-Litovsk. Dann noch eine weitere. Ah, okay, ja, da hinten ist eine. Da ist auch noch eine, also das sollten wir lieber sein lassen. Dann wissen wir das schon mal. Dann können wir hier schon mal spinksen, was da so im Angebot ist. Hier diese Packs, die sind doch nur nervig. Die können wir jetzt mal hier bekämpfen. So, jetzt weiß ich nicht, ist da oben eine Flak? Weiß es nicht. Das ist ärgerlich. Ich fliege den jetzt einfach mal hier hin. Da ist nichts. Okay. Ja, ansonsten hätte ich halt mit dem Bomber, wäre ich dann halt auf die Flak drauf gegangen. So, und ein Jäger haben wir auch noch zu guter Letzt. Der geht mal hier auf diese komischen Hempel da drauf. Gut, dann haben wir ja doch zumindest einen kleinen Teilerfolg erzielt. So, hier Flak fahre ich auch mal ein Stück nach vorne. Und die können vielleicht einfach mal schon mal über die Furt steigen. Und dann bin ich jetzt einfach mal gespannt, was der Feind sich jetzt so einfallen lässt. Ich schaue noch mal kurz auf die Karte. Da oben, achso, das ist ein Minenfeld. Okay, das kann man auch nicht bewegen. Macht auch Sinn. Okay, das war nicht so nett. Okay, ja gut. Also die Panzer scheinen alle 6er Stärke zu haben. Das ist schon mal ein bisschen angenehmer. Dann legen wir jetzt erstmal mit unserer Artillerie los.
So, das Ding haben wir schon mal schön verkrüppelt. Überrollt, überrollt, überrollt. Okay, wieso geht das nicht? Wieso ist das 3:0? Ach so, wegen dem Scheißding wahrscheinlich. Ja. Hat noch 4 Schuss. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich das Ding irgendwie leer kriegen könnte. So, tschüss. Goodbye, my love, goodbye. So, die haben wir jetzt verabschiedet. Dann geht's hier knallhart weiter. Erstmal mit einer kleinen Spähorgie. Was haben wir denn da hinten? Wer will wieder irgendwas auf große Reise gehen? Ja, da setzen wir doch gleich mal mit den Gradschützen nach. Nix hier mit große Reise. Genügt euch mit dem Zigarettenautomaten. Mit der Tankstelle wird's nix. So. Weiter geht's. So. Ja, das ist alles in allem ziemlich ernüchternd, was ich hier sehe. Machen wir erstmal hier unten weiter. Komm. Das geben wir uns jetzt mal hier. Jo, ist klar. 4 nimmt er mir ab, ey. Aber das war ja jetzt, das ist doch echt ein schlechter Scherz. Ist klar, ey. Chuck Norris Artillerie oder was haben die hier stehen, die Russen? Oh, das Ding kann zweimal schießen. Okay. Ja. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Das ist jetzt wirklich eine gute und berechtigte Gretchenfrage. Das ist wahrscheinlich hier wegen den. Der hat 2, 3. Okay, ja, die kommen beide dahin. Und das Ding ist auch recht unerfahren. Das denke ich mal ist. Upsala, das wollte ich eigentlich nicht. Ist der Grund dafür, dass das hier alles so shitty ist? So, das Ding haben wir schon mal kaputt gemacht. Dann können wir jetzt hier mal die ganze Kavallerie ranführen. So, tja, jetzt haben wir leider das Problem, dass wir da nicht so richtig durchkommen, was sehr tragisch ist. Ah, mein Gott.
So, dann gehen wir hier mal mit denen geschlossen über die Wupper. Okay, das hätten wir geschafft. Dann schauen wir jetzt mal, was wir noch so hinkriegen können. Okay. Tja, ich kann momentan leider nicht so viel machen. Bin momentan stark eingeschränkt, intellektuell. Nee, in meiner Handlungsfreiheit natürlich. Hat der jetzt auch erweiterter? Achso, ja, genau, das war der mit anhaltendem Feuer, genau. Gut. Das Ding können wir auch schon mal hier auf die andere Seite fahren. Ich würde mal sagen, die restlichen Einheiten ziehen wir jetzt hier einfach mal zusammen. Und sparen uns ein bisschen die Munition. Und dann schauen wir nächste Runde mal weiter, was noch so möglich ist. Schon mal gut, dass die Artillerie da weg ist. Die ist mir nämlich wirklich hart auf die Eier gegangen. Nee, den lasse ich lieber auf der Straße stehen. Okay, also zweite Runde beendet, würde ich sagen. Mehr können wir da momentan nicht machen. So. So, das ist auch schon mal ganz gut, wenn wir das Ding da hinten einnehmen, weil dann haben wir da Ruhe. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal weiter. Egal, damit ich da jetzt mal ein bisschen Platz habe, machen wir jetzt halt auch mal so einen Wahnsinnsangriff. Cool, wenn ich ein bisschen mehr sehen würde. Da komme ich natürlich nicht hin. Das ist ärgerlich.
Oh, der hat eine Auszeichnung bekommen. Verheerender Angriff. Okay. Interessant. It's so interesting. I'm just gonna listen. So, ja, ich würde mal sagen, die Hilfstruppen nehme ich hier mal, um da ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Hier haben wir auch noch einen. Der hat 0 und der hat noch einen Schuss und der hat noch 7 Schuss. Okay. Das machen wir nicht. So, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir hier einen Durchbruch erzielen. Das wäre jetzt nicht schlecht strategisch gesehen. So, ja, ich würde mal sagen, dass wir jetzt hier loslegen können mit dem Sturmangriff. Okay, 3-3, dann machen wir das mal lieber. Oh, das war nicht so erfolgreich. Vier-eins, wieso denn 4-1, bitteschön? Mir fehlt eine Einheit. Ich müsste eigentlich noch einen Angriff machen. Fahren jetzt erstmal dahin. Und dann wird jetzt vor allen Dingen die Artillerie hinterher gefahren. Okay, ja. Da ist natürlich alles voller Art, voller Flak. Das heißt, da können wir momentan nicht viel machen. Stellen wir das mal dahin. Okay, was ist denn da oben? Kann man da oben was machen? Ich denke mal schon. Dann brauche ich die jetzt den Uhu. Der ist leider zu weit weg. Ich muss jetzt mal spinksen gehen. Ist da noch jemand? Nein. Den Flak kann ich jetzt nicht sehen. Der macht jetzt einfach mal kurz den kaputt, bevor der sich wieder auflädt.
Und dann würde ich sagen, haben wir ja schon mal eine ganze Menge geschafft hier. Wirklich eine ganze Menge geschafft. Und können jetzt gucken, was jetzt passiert. Okay, gut, das war natürlich klar, dass sie den kaputt machen. Aha, ein Bomber lässt sich blicken. Das war nicht so nett. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die nochmal gebrauchen kann. Jetzt geht's knallhart weiter. Jetzt wird ja, mit Artillerie geschossen, ohne Gnade. So, ich glaube, jetzt habe ich soweit alle. Den hier noch. So, dann schauen wir mal, dass wir hier weiter vorrücken können. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich die nicht überrollen kann, aber so geht's auch. Hier weiter, zack. Der Panzerjäger 1, der muss wieder ein paar Panzer jagen. Oder auch nicht. So, das Ding machen wir jetzt auch hier. Ja, das hat ja bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Eigentlich. Dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Der Zug, hier können wir jetzt die restlichen Truppen übersetzen lassen. So, ja, so kann man es natürlich auch machen. Der hat sich schon freundlicherweise neben eine Flak geparkt. Das war etwas unvorsichtig von ihm. So, jetzt muss ich, damit ich hier nicht die Orientierung verliere. Okay, da oben ist auch noch ein Sieghex.
wo ich dann vielleicht den einen oder anderen mitnehmen. Oder ich überlasse das Siegex dem einen Panzer und halt irgendwelchen Hilfstruppen. Das ist vielleicht die klügste Wahl. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was es hier so im Angebot gibt. Okay. So, ja, mit einem Schuss mal kurz kaputt gemacht. Das war ja jetzt recht effektiv. Und alles in allem sieht das ja schon ganz, ganz schnucklig aus. So, was könntest du denn mal machen? Vielleicht ihm da oben auf die Nerven gehen. Hoffe ich nur, dass die jetzt keine Jäger haben. Wenn nicht, okay, ist halt eine Hilfstruppe, die drauf geht. So, den lasse ich mal stehen, damit er sich aufladen kann. Ja, und dann würde ich mal sagen, haben wir schon mal ordentlich einen guten Durchbruch erzielt. Allerdings fürchte ich mal wieder, dass wir viel zu langsam sind. Okay. See you later, Alligator. Das Ding machen sie jetzt kaputt. Oh, Angriff aus der Sonne. Sehr schön. So. Den machen wir jetzt einfach mal kurz so kaputt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass da hinten... Ach, shit. Da hinten ist ein Minenfeld. Ja, da muss ich die jetzt mal opfern, damit das jetzt einigermaßen schnell vonstatten geht. Die schicke ich jetzt aber über die Hauptstraße. So, ja. Die führen den Zug jetzt einfach mal kurz an. Okay, gut. Machen wir hier erstmal weiter. Weiß jetzt nicht, wie viel da oben drin ist, aber wenn da jetzt sowieso nicht so viel ist, dann brauchen wir da jetzt auch nicht übermäßig viel Kräfte. Aber jetzt sollten wir uns dann auch erstmal um die komischen Flugzeuge kümmern. Den haben wir abgeschossen. Der hat sich durch einen Hinterhalt selbst eliminiert. Das ist auch sehr praktisch. Ja, die komische Dinge sollten wir auf jeden Fall noch hinterherziehen.
Okay, ja, ansonsten können wir natürlich auch einfach mal da oben einen Bomber loslegen. Da brauchen wir da gar kein großes Heckmeck zu machen. Den machen wir auch noch hier. Dann hat sich das nämlich schon gleich erledigt. Okay, da sehen wir jetzt die nächsten Einheiten da vorne. Dann fahren wir da jetzt einfach mal hin. So, ja, schade, ich habe jetzt leider keine Einheiten, um das Ding endgültig kaputt zu kriegen. Der hat noch einen Schuss. Ich tue den jetzt einfach mal aufladen. So, die hatten soweit alles erledigt. Okay, weiter geht's. Das war nicht nett. So, dann werden wir hier mal die Truppen nachführen. Laufen, okay, durch den Wald ist, glaube ich, keine gute Idee. Da sind sie viel zu langsam. Jetzt brauche ich auf jeden Fall, der macht mal kurz den kaputt. Ah, es blendet mal wieder. Richtig schön. So. Das Ding sollte weg, damit wir da keine Zeit verlieren. Okay, das ist alles Pferdegespanne. Am ehesten noch die Kavallerie, die kommt ja auch relativ weit. Aber ich glaube, den Rest kann man echt irgendwie stehen lassen. Was? Der hat keine Munition mehr. Ach je. Herr Jemine, so, dann gucken wir mal. So, das Ding haben wir auch geschrottet. Dann, ne, Moment. Erstmal sollten wir den komischen Jäger da, diese unverschämte Persona, abschießen. So, dann schauen wir hier mal weiter. Aufklärer sind immer gut und schnell zu eliminieren.
So, egal. Die fahren jetzt einfach weiter. Zum Glück kein Hinterhalt oder sowas. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Wo haben wir denn noch Flugzeuge? Sagt mal. Da ist der Bomber. Wo sind denn die ganzen Jäger? Hier ist noch einer. Der geht dann mal auf den da oben drauf. Zack, dann können wir die auch kaputt machen. Und ausgezeichnet. Heftige Verteidigung. Okay. Verschanzung geht immer, gilt immer. Das ist jetzt nicht schlecht. So, ich fahre die Flak da mal kurz rein. Ne, die Flak fahre ich rein. Und die nehme ich wieder mit. Machen wir das lieber mal so. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Da haben wir wieder ein Flugzeug, das jetzt zum Glück mich nicht angegriffen hat. Aber ich glaube, da wissen die auch schon, dass das ja ein Kampf ist, den sie nicht unbedingt gewinnen können. Ein sehr ungleicher Kampf. Dann nehmen wir vielleicht mal den Uhu, der dürfte auch reichen, um den abzuschießen. Schade, kommt leider keiner so richtig hin. Ja, ich denke mal, der dürfte aber ausreichen für die Zwecke. So, das Ding haben wir auch eingenommen. Aber hier unten ist es dann doch etwas, sage ich mal, happiger, die ganze Angelegenheit. Ich kann leider auch nichts sehen, das ist ein bisschen ärgerlich. Gehen wir jetzt einfach mal. Okay, da ist keiner drin, das wissen wir jetzt. Da steht ein einzelner Panzer drin, also vielleicht können wir das sogar doch glorreich schaffen. Trotz aller Erwartungen wäre es jetzt das erste Szenario, was wir glorreich schaffen würden, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall noch da unten Truppen, denke ich mal. Ich werde mal mit dem da rauf gehen. Der hat keine Munition mehr, okay. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Okay, gut. Muss mich dann aber alles in allem doch beeilen, weil es ist nicht mehr allzu lange. Oh, der ist leer, der Jäger. Das ist nicht so toll. Fünf, zwei, ja, ist klar, ist klar. Eskalier doch noch mehr, du Arschloch.
Der ist auch leer. Das ist ärgerlich. Okay. Ohohoho, die haben da mal kurz Prozess gemacht, ey. WTF. Der hat noch 3 Schuss. Dann fährt er jetzt da mal rein. Und macht die beiden hier. Das machen wir jetzt anders. Das Ding fahre ich jetzt weg. Nicht, dass ich das nachher noch verliere. Das wäre ein bisschen zu arg ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz, da ist doch, fehlt doch noch irgendwo eine Einheit, sag mal. Machen wir erstmal das hier kaputt. Damit wir da rein können. Die gehen da rein. Hier ist noch ein Jäger. Jawoll. Erstschlag. Habe ich jetzt 2 ausgezeichnete? Ah ne, das waren Hilfsjäger, glaube ich. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall den ausgezeichneten würde ich jetzt trotz allem mal abschießen. Der kommt da leider nicht hin. So, der hatte, genau, aber der hatte noch nicht. Das Ding haben wir auch noch kaputt gekriegt. Sehr schön. Und dann ist die große Gretchenfrage, was können wir noch alles reißen? Also der Uhu wird wohl... Nee, der kommt leider nirgendwo hin. Aber wir können mit dem Bomber können wir noch die Flak kaputt machen. Das ist auf jeden Fall noch drin. So, und wenn ich mich nicht getäuscht habe, dann müssten wir jetzt das Spiel ausmachen können. Das sieht ganz danach aus. Achso, hier oben können wir dann noch irgendwie loslegen. Das Ding kaputt machen. Okay, keine Ahnung, wo die eine Pack da jetzt hin ist. Ist auch egal. Wir machen jetzt einfach Feierabend, indem wir hier reinfahren. Glorreicher Sieg der Achsenmächte. Ankommandierender Generalpanzergruppe. Hervorragender Angriff. Schnellste Fortführung. Operation auf Minsk und weiter Richtung Dnjepr. Scheiße. Zungenbrecher. Egal. Endziel bleibt Smolensk. Gezeichnet Van Bock, OB Heeresgruppe Mitte. Boah, es blendet wieder. Operationsbefehl Nummer 6. Ankommandierender Generalpanzergruppe. Erstens, die Masse der Sowjetarmeen im Mittelabschnitt ist im Kessel von Bialystok Minsk zusammengedrängt. Ihre Truppen wurden aus der Kesselfront gelöst, um weiter in Richtung Smolensk vorzustoßen. Dazu haben sie zunächst die Berezina zu überschreiten und auf den Dnjepr vorzustoßen. Schnelligkeit ist erneut Trumpf. Zweitens, Kräfteansatz. Diesmal stehen ihnen nur ihre Kerntruppen zur Verfügung, da die Infanterie noch mit der Beseitigung des Kessels hinter der Front beschäftigt ist. Es werden ihnen Luftwaffenverbände über ihre eigenen Nahkampfstaffeln hinaus unterstellt, sobald sie einen frontnahen Flugplatz genommen haben. Achtung, zu Beginn ist kein Lufteinsatz möglich, da durch unseren schnellen Vormarsch die Absprungplätze zu weit hinter der Front liegen. Drittens, Feindlage. Zunächst stehen ihnen nur Reservetruppen und zerschlagene Restteile gegenüber. An einzelnen Stellen ist mit Befestigung der Stalinlinie zu rechnen. Luftaufklärung hat jedoch massive
Panzerverbände im Anmarsch gemeldet. Rechnen Sie ständig mit Gegenangriffen auch schwerster Panzer. Schwere Luftangriffe sind ebenfalls zu erwarten, gezeichnet vom Bock Ober was OB Heeresgruppe Mitte. Ich kann kaum was sehen, weil ich so geblendet werde gerade. Aber da das jetzt sowieso gleich vorbei ist, die ganze Angelegenheit, ist das vielleicht jetzt gar nicht so tragisch alles. Ich guck mal kurz was nach. Okay, also den T-34 Beutepanzer gibt's noch nicht. Wir haben reichlich Geld. Was ich machen werde, ist Überstärke. So. Vor allen Dingen auf die stärksten Truppen. Und dann noch Jäger. Bomber kriegt noch einen dazu. Gut, ja, dann haben wir immer noch 4697. Jagdkommando. Gut, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Ehrlich gesagt, ich muss auch mal gucken, wie viele Einheiten wir jetzt haben. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Okay, ja, ich kann die Einheit vielleicht erst noch behalten. Die hat jetzt aber, glaube ich, keinerlei irgendwie besondere Fähigkeiten. Das ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt daraus? Brandenburger vielleicht? Oder so eine Waffen-SS-Kavallerie, die kaufe ich mir auch immer ganz gerne. Komm, machen wir mal so eine Kavallerie daraus. Infanterie ist ja auch immer ganz gut, weil ich glaube, in der Kampagne gibt es ziemlich viele Bunker und so weiter und so fort. Also, nächstes Szenario ist dann mal wieder was ganz nach meinem Geschmack. Obwohl, ich meine, wenn man so ein paar Hilfseinheiten hat oder so, wie in dem einen oder anderen Szenario in der Kampagne zuvor, ist das ja ganz gut. Das ist dann auch insofern ganz gut, dass man vielleicht die ein oder andere Einheit so ein bisschen zum Verheizen hat, um andere, um zum Beispiel irgendwie Artillerie sich leer schießen zu lassen und so weiter und so fort, obwohl ich das natürlich jetzt auch nicht gerade super gerne mache, aber naja, wir haben jetzt einen glorreichen Sieg, 5 Siege und 2 taktische Siege auf unserem Repertoire und ich speichere mal kurz ab unter Brest. Das muss ich sagen, war jetzt echt mal wieder ein Szenario, was Spaß gemacht hat. Zeit war zwar kritisch, aber ich glaube, dadurch, dass ich dann irgendwann, wo ich so die, auch im Süden dann da die Verteidigungsstellung, ja, sozusagen hinter mich gebracht habe, dass ich dann halt wirklich ohne Gnade vorgerückt bin im Norden und im Süden, das hat mir dann letztendlich geholfen. Ist natürlich immer kritisch, wenn man nicht so viele Aufklärungseinheiten hat. Vielleicht sollte ich mir noch einen Aufklärer, komm, ich kaufe mir noch einen Aufklärer. Ich kann ja notfalls immer noch das ein oder andere verkaufen, aber Aufklärung ist halt wirklich essentiell und deswegen muss ich jetzt aber leider nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das mit Dienstag schaffe. Ja, ansonsten muss ich es halt Dienstagvormittag oder Dienstagmittag aufnehmen und tue es dann abends hochladen. Das würde ja auch gehen. Aber wie gesagt, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ciao, ciao.